So, und dann würde ich mal sagen, gehen wir in die fünfte Runde. Ich glaube, fünfte Runde, Assassin's Creed. Mal gucken, wie lange wir noch brauchen, müssen wir es durchhören. Erstmal also wieder 3 Jahre Add-ons suchen. Es gibt doch noch gar keine. Aber das hatte ich schon in Valhalla und ich weiß nicht, was das genau für ein, ich nenne es mal, Bug ist. Ich muss واجتازوا الوحوش حتى ارهقوها ليحضروا لكم هذه العجائب. Okay, ich weiß zwar wieder schon wieder gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind, tatsächlich. Aber wir finden es raus, oder? Muss man denn her? Okay, wir müssen anscheinend da rein. Dann gehen wir halt mal da rein. Hä, warum sollen wir denn wieder davor? Okay, den Drohungen auf dem Basar nach. Heute mal durch, danke. Sie ist erledigt. Sie hätte zahlen sollen, als sie das erste Mal bedroht wurde. Ich kann doch nicht dafür. Ich diese neue Standsteuer kaum noch über die Runden. Das Geschäft ist nie einfach. So, kann ich jemanden bedingen? Nee. Noch habe ich es nicht ganz verstanden. Zu lange. Ich habe noch was anderes vor und bei dem, was die zahlen, ist das kaum die Mühe wert. Schneid dir einen Finger ab. Das öffnet vielleicht ihre Börse.
So wie die Mutter des Kalifen, möge sie in Frieden ruhen. Den Kann ich mit ihr sprechen? Oder muss ich dich killen? Mit ihr doch. Ich weiß nicht, wer das sagen hat, was als nächstes geschieht. Ah, sprechen ohne jetzt. Ohne Geld keine Sicherheit. Das weißt du doch. Aber wir wollen ja nicht mal gleich mit Gewalt antworten. Ne? An. Friede sei mit dir. Das geht dich nichts an. Geh weiter. Vielleicht verschafft dir das ein bisschen Zeit. Das könnte durchaus sein. Wir Aha. Wir sind geschuftet, Männer. Zeit für eine Pause. Hier. Ah. Aber wir sind... Gleich. Befolgt meine Befehle. Los. Aber ich hab ihn wieder zurückgeklappt. Nein, dass es geklappt hat. Einfach zurückgeklaut. Mein Retter. Also. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Geld. Bier getrunken. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Einfach Steuern erhöht. Oder auch für die anderen. Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zur Bagdad-Südtor führt. Weißt du, ich habe sie gerade von diesen Wachen gerettet und jetzt wird sie gleich wieder einen Gefallen, ne? Also mal wirklich. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Ach du Heilige, das ist ja mitten im Nichts, Alter. Ich glaube, von hier aus bin ich schneller eingegangen. Ey! Was bist du denn da? Sau, Alter. Ja. Immer wieder furchtbar. Hat sein Holz in der Wüste vergessen? Ja! Yalla! Das ist jetzt auf jeden Fall mal noch kein Aussichtsturm. Schade eigentlich. Entschuldige, ich habe keine Zeit. Ich muss ein Taxi erwischen. Ach, da ist doch einer. Ah, wir sind auch schon da, sehe ich gerade. Hat gar nicht aufgefallen. Okay, dass das geklappt hat, ist auch mehr Glück als Verstand gewesen, glaube ich. Lager muss den Händlern gehören.
So, wo springe ich hier jetzt runter? Da. Hui. Weiterlaufen, ja. Hallo. Ey, was wollen diese scheiß Ziegen immer von mir? Verpisst euch doch, Alter. Du bleibst da. Die Ziegen mögen mich alle nicht. Blöde Ziegen. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Halt! Wer ist da? Ich. Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Fußabdrücke und eine Blutspur. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Mein Pferd, mein lieber Kichererbse. Malaka, sauber, wer macht denn so etwas Schreckliches? Sieh mich nicht so an. Ich würde so etwas nie tun. So krank. War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Oh. Ruhe in Frieden, Kichererbse. No. Die Kiste. Aber die Kiste nehmen wir noch mit. Was ist hier geschehen? Es geschah ein im Esel. Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Bin aber nicht sicher. Ja, und wen hast du gesehen? Was siehst du, Sadie? Aber da hat er aber nur. Darf. War ja klar. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Okay, das ist der letzte Hinweis. Entschuldigung, wollte ich nicht wecken. Ah. Hä, wieso hab ich. Muss ich so nah dran stehen? Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Oh, super. Dann können wir ja eine Lösung suchen dafür. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Na dann, let's go, oder? Wo ist dein Zuhause? Ich komme aus Al-Yunnan. Westlich von hier, jenseits des Wassers. Bin
meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Der Name ist halt aber auch richtig gut, ne? Kichererbse. Wir müssen zusammenbleiben. Dein Händlerfreund sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch verstecken. Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Allah gibt mir Kraft. Kommst du nicht durch, du Dämon, du wirst brennen. Ich jetzt dran? Hallo, danke drauf. Oh. Die Wachen unterstehen jemandem namens. Hat ein bisschen nachgezuckt. Das bestätigt meinen Verdacht. So, gehen wir weiter. Aua, Mann, sei doch nicht mal so grob, du doofes Vieh. Ich warte auf mein Reittier, das mich aber umrennt. Jetzt bezahlst du. Genau, bis Geburt. Hä? Was willst du denn? Aua. Was für ein Plappermaul. Meiner Treu. Geschickt wurden, um uns zu töten? Wahrscheinlich. Das ist wenig überraschend. Wieso ist es nicht überraschend, alter Digi? Und ungerechte Steuern ausgesprochen. Das kann uns den Kopf kosten. Doch das stumme Schaf hilft nur dem Schlachter. Widerstand gefällt ihnen gar nicht. Ich wäre nicht überrascht, machten sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene. Ach ja, das haben wir es ja gleich geschafft, denke ich. Bagdad, nun seid ihr sicher. Du bist wundervoll. Vielen Dank. Bitte. Da wären wir. Tausend Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte. Ja, jetzt ist Bagdad auch nicht sicher. Ist ja doof. Verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen, auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Sparkasse. Nee, Moment. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens El-Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ha. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber El-Anka nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhail lebt in einem Anwesen westlich von El-Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Schnell reisen, Alter. Beste Funktion in jedem Game. Haben wir da noch irgendeinen Händler in der Nähe, bevor wir darüber laufen? Leider wahrscheinlich, ne? Puh. Ach ja.
Geschätzte Besucher Bagdads, dürstet es euch nach Wissen? Hungert ihr nach Entdeckungen? Hallo. Hallo. Sei gegrüßt. Was gibt es heute bei dir? Sieh dich um. Sonst noch... Merci. Werte und Wahrheitssuchende. Der Kalif wünscht eine neue Übersetzung der Werte. Was macht ihr da eigentlich? Und wer ist Jamal? Hehe. Ich schulde dem Steuereintreiber einen Besuch. Ich liebe dieses Blaser. Ohne Spaß. So ein geiles Teil, wirklich. Womit komme ich an diese Tür rein, wenn ich fragen darf? Schauen wir einfach mal. Besser den Schlüssel haben, als den Schlüssel brauchen. Mein Gott, lauf doch mal schneller hier. Am Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. Komm ich da dann die Tür jetzt rein? Die
Steuer wurde bezahlt. Das war ja einfacher als gedacht. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Zügel. Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Rosen und Eisen. Hm. So, wir müssen noch mehr finden an Informationen. Geld liegt, da ist er. Das spült noch mehr Geld in ihre Hände. Ich bin hier fertig. Nichts weiter. Hä, wieso hat er nicht automatisch gelootet? Und Rivka warten sicher im Bruderschaftshaus auf mich. Oh! Dann habe ich ja vergessen, dass da Menschen waren. Okay, also da gehen wir nicht raus. Wir gehen einfach hier wieder raus. Dann springen wir da rüber. Mich hat niemand gesehen. Okay, müssen wir hin? Da. Wir wollen ja nicht laufen. Wir hassen Laufen. Laufen mag einfach niemand. Ich sehe aber gerade tatsächlich was. Das können wir mal ganz kurz fixen. Jetzt passt. Ist zwar nur eine Kleinigkeit gewesen, aber wir wollen es richtig haben. Ja, jetzt sollte es passen. Kamera habe ich nicht richtig gehabt. Hör auf und katze ihn an. Der verlorene Verborgene kehrt zurück. Bist du verloren? Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Was hast du zu erzählen? Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Geht es um mehr Objekte dieser alten Wesen, die sie verehren? Ja, wahrscheinlich, oder nicht? Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Dairat al-Mal versteigert. Eine offizielle Einladung zur Auktion. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindungen zu sowohl Elanka als auch Kululu sein. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hört ein Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in El-Kars Angelegenheiten eingemischt. Diese Person wird zweifellos bei der Dairat al-Mal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Souk, wenn du soweit bist.
Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Bist du besorgt? Ich werde vorsichtig sein. Aber erst gehen wir noch Vorräte auffüllen. Können aber auch mal kurz Fähigkeiten. Auch 3. Mein Gott, alles braucht so viele Punkte. Ist ja Wahnsinn. Hallo. Oh, diese Sprechen-Bugs gehen so auf den Keks. Willkommen. Schauen wir. Sehr ich hab noch nützliches alles. Werkzeug. Oh, tatsächlich. Pflichtzeug für deine Ausrüstung. Okay. Guten Tag. Der Plan ist einfach. Du betrittst die Auktion als Händler, der auf fremdländische Artefakte bieten möchte. Wir wissen, dass sie die Haarnadel wollen und bei der Auktion sein werden. Sie ist ihnen schon einmal entgangen. Wenn die Haarnadel dran ist, beobachte ich die Menge und sorge dafür, dass ich sie bekomme. Das sichert uns ein Treffen mit dem Schatzmeister. Ich bin davon überzeugt, dass sie mitbieten werden, koste es, was es wolle. Allerdings. Ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen, bevor die Auktion beginnt. Über jemanden auf solch einem Posten wird sicher viel getuschelt. Habe ich aber auch. Die erste Feder ohne Kopf. Es ist deine Pflicht, den richtigen zu finden. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Es nützt nichts, sich mit Dingen abzugeben, die es nicht gibt. Dies hier ist echt. Ich verstehe. Ich gebe mir Mühe. Schweigen ist besser für die Weisen und für die Narren erst recht. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Kann ich gebrauchen. Oh, so ein feines Piepmatz. Meinst du, wir brauchen Glück? Er sagt ja. Fäulnis greift in El-Karch um sich, Schatzmeister. Gestohlenes Eigentum. Erpresste Händler. Gefolterte Ausländer. Die Korruption wuchert überall. Doch du sitzt in ihrem Zentrum. Selbst jetzt verbreitet sich dein Gift entlang der Oststraße in Länder, die bisher vom Orden unberührt waren. Ich höre dein Verlangen nach einer Haarnadel.
die bei der Daira Talmal versteigert wird. Ich spiele den Rivalen bei deinem Herzenswunsch und locke dich aus den Schatten. Na, bin ich mal gespannt, ob das klappt, ne? Okay, wir suchen nach Informationen. Basim, komm her! Hätte ich mir denken können, dass du hier bist. Weißt du irgendetwas über den Schatzmeister? Mit seinem Tee. Es ist ein Amtsträger des Kalifats. Schatzmeister? Ich weiß schon etwas, aber du weißt, wie es mich schmerzt, wertvolles Wissen kostenlos abzugeben. Och komm, Digi, Alter. Du weißt gleich, was ich denke, hä? Du musst wissen, kleiner Fink, die Daira Tulmal. Der Typ ist, also das ist ein alter Freund sein soll, ist er echt nervig. Sondern auch für Diebe. Hat dir wieder jemand was weggenommen? Ein wertvoller Unterteller. Luca hat ihn. Er war schon immer neidisch auf mich. Was glaubst du, wo er ist? Ich wusste, auf dich ist Verlass, kleiner Fink. Er sollte in einer der Kisten bei seinem Stand sein. Bin gleich zurück. Hast du von der Aufregung ein paar Stände weitergehört? Ja, komm und Luca. Nein, diesmal nicht. Zwei andere Händler, die sich um einen Stand nahe der Auktion stellen. Das wird der Stand sein, den Kong meinte. Also dann, ein Teller. Ja, wie komme ich da rein? Sehe ich irgendwas oder ist das jetzt wirklich nur um das Ding da? Da kann ich jetzt mit dem Ding wahrscheinlich da raus. Natürlich hat Kong so einen Teller.
Vielleicht erzählt er mir dann jetzt, was er über den Schatzmeister weiß. Hm, etwas Verdächtiges geht auf den Dächern vor. Das war ja wieder fast entspannt. Dass man hier drin nicht laufen, also nicht rennen kann, ist so nervig. Ich meine, es macht zwar auch Sinn, aber es ist trotzdem nervig. Da, dein komischer Teller. Der kleine Fink hat es wieder geschafft. Damit ist mein Satz endlich vollständig. Ich dachte, es wäre deiner. Jetzt ist er es. Egal, hör gut zu. Ich trank gerade meinen Nachmittagstee, als ich das Gespräch zweier Damen mithörte. Es ging um eine Bestellung für die Dairatal Mal. Sie fertigten eine wunderschöne Robe für den Schatzmeister an, mit feinen östlichen Stickereien. Halte danach Ausschau. Östliche Kleidung? Danke, Kong. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich ein Ausländer aus dem Osten. Ja, was kannst du mir sagen? Hallo, hallo. Komm hallo, nach oben hallo. Und sieh dir meine Waren an, Sadiki. So etwas hast du in Bagdad noch nie gesehen. Artefakte aus dem fernen China, nur hier. Sonst nirgends. Nicht so schüchtern. Kommt herbei, geht nach oben und staunt über mein Angebot. Ach Gott, was machst du denn? Hallo. Friede sei mit dir. Sagtest du etwas von Artefakten aus China? Ja, Sadiq. Willkommen, willkommen. Hier findest du sicher etwas, das dich interessiert. Steht dir der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem? Ich habe Schmuckstücke aus dem fernen Osten im Angebot. Seltene schön, dass du das hast. Feine Teetassen. Aber mein Schatz ist die Haarnadel. Sie ist von einzigartiger Schönheit. Selbst der Schatzmeister hat sich nach ihr erkundigt. Warte, die Haarnadel. Wo ist sie? Sie geht zur Auktion. Wenn du sie ersteigern willst, solltest du besser einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen. Eine Haarnadel aus dem Osten. Das muss die sein, hinter der Kululu für den Schatzmeister her war. Ich muss sie bei der Auktion erwischen. War alles? Ja. Der Schatzmeister duldet keine Unruhe. Fällt auch gar nicht auf, wenn ich erst so über das Dach da hinlaufe und mich jetzt einfach hinter dran hinsetze und es belausche. Das kann man nicht beschleunigen. Oder? Das fällt nicht auf. Würde ihr auch behaupten, oder? Nicht zufrieden sein. Und ich ebenso wenig. Das weiß ich. Doch die Erschaffung von Düften ist aufwendig. Wir tun bereits unser Bestes. Euer Bestes reicht nicht. Komm, reden wir woanders. Hier haben die Wände Ohren. Diese Frau erwähnte den Schatzmeister. Ich sollte sie belauschen. Wie du weißt, ist Kinar der Lieblingsduft des Schatzmeisters. Niemand ist unglücklicher, wenn drei Duften. Seit sich unser Nachschub im Hafen staut, läuft die Produktion schleppend. Saidati, gewisse Vorkommnisse haben unsere Lage zusätzlich erschwert. Fall auch gar nicht auf, ne? Meiner komischen Rose. Bisher hast du mir nicht gesagt, was genau uns fehlt. Erstmal ein Nickerchen machen, sehe ich auch so. Das Blut ist ein grundlegender Bestandteil des Dufts. Das macht Kinar so besonders. Wir brauchen es. Ich werde mit dem Kalifen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Der Schatzmeister wird sich gedulden müssen. Dieser Duft auf den Briefen des Steuereintreibers. Ich dachte, ich röche Eisen. War das Blut?
Diese Frau könnte aus dem inneren Kreis des Kalifen sein. Sie kennt... Friede sei mit dir, Sayyidati. Friede sei auch mit dir. Ich kam nicht umhin, Sayyidati, euer Gespräch über den Duft mitzuhören. Es ist unhöflich zu lauschen. Doch da du ein Bewunderer bist, vergebe ich dir. Ach, mein aber Name nett. Ist Kabiha, die Frau hinter dem berühmten Kinar. Es hat einen einzigartigen Duft. Rose, Honig, Sandelholz und, wie du wohl gehört hast, ein Quäntchen Blut. Blut, das hätte ich mir denken können. Ich hielt es für Eisen. Blut wird durch Eisen hervorgebracht, oder? Aber aufgrund dieses Details ist es schwierig, große Mengen zu besorgen. Etwas so Exklusives ist doch sicherlich bei hohen Würdenträgern beliebt. Ich meine, es in der Nähe des Schatzmeisters gerochen zu haben. Ning trägt tatsächlich China. Sie ist von seiner geheimnisvollen Komplexität begeistert, wie so viele. Seltsam. Du erscheinst mir nicht wie jemand, der sich für Duftwasser interessiert. Es ist unklug, jemanden nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Wohl wahr. Wie hieß du doch gleich? Basim. Basim. Ich sollte nicht noch mehr deiner Zeit verschwenden. Ja, habt ihr mal was läuft? Eine wunderbare was meinte? Talmal, Sayyidati. Der Schatzmeister ist also eine Frau. Und ihr Name ist Ning. Die Auktion sollte bald beginnen. Wo muss ich denn hin für die Auktion? Ach, die ist draußen. Ist auch irgendwie doof. Ah, ne, da ist noch ein. Der ist draußen. Okay. Na dann, nehm ich mal Platz, ne? Mahlzeit. Willkommen. Friede sei mit euch. Yassas. Ni hao. Und hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um ernsthaft? Das Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat Dalmal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen Aufregungsliste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Oh, was sehe ich da? Bereits ein Bieter. Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Ah, noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft. Dieses Stück geht an die reizende Dame. Als nächstes diese Haarnadel. Sie kommt aus dem Osten. Eine jetzt sind wir gespannt. Artige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Also... Was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Boah, wir hätten die ganze Info gar nicht gebraucht, weil er einfach Drop Vers ist. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Da, noch ein dritter. Oh, Nummer zwei zieht was nach. Ist mit seinem Rock, Alter? Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Niemand? Dann verkauft! Muss ich mal zeigen, dass wir rich sind, Alter. Diese Haarnadel gehört nun dir, Sayyidi. Kommen wir zum dritten Objekt. Ich glaube, die ist pissed.
Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Daira Talmal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Hast du sie gesehen? Ihre Ruhe, ihre Anmut. Wenn es jetzt klappt, dass wir einfach eine Audienz bei der kriegen, wäre halt so gut. Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin. Geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen. Oh, die Stimme kenne ich auch so hart, ne? Hey, bleib doch da! Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Ja, wo finde ich das heraus, Brudi? Ah, da finde ich es heraus. Das ist der Beweis, dass ich in der Händlergilde bin. Hier, sieh doch! Bei allem Respekt, damit stehen dir noch immer nicht 3 Beutel Safran, 2 Beutel Vanille und 1 Flasche Honig kostenlos zu. Unerhört! Ja, kostenlos auf jeden Fall nicht, Digi. Hallo, Gewürze für dich? Hi. Ärger mit den Kunden? Nicht mehr als sonst. Diese Leute der Elfenbeinmünze halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Die Elfenbeinmünze? Ich sollte nicht darüber sprechen. Viel weiß ich ohnehin nicht. Was du auch weißt, wird mir helfen. Nun, es kann nicht schaden, dir zu erzählen, was ich weiß. Die Elfenbeinmünze ist eine gehobene Händlergilde. Sie tragen eine Brosche, die ihnen Zutritt zu bestimmten Orten gewährt. Wie erhält man so eine Brosche? Soweit ich weiß, sind nur geachtete Händler Teil der Elfenbeinmünze. Und man muss von einem Mitglied eingeladen werden. Sie glauben, durch ihren Status könnten sie sich Waren nehmen, ohne sie zu bezahlen. Naja, wie es halt ist, ne? Hat man je solch eine Eitelkeit gesehen? In El-Karch überrascht mich nichts. Danke. يشق علي تذكر الإجابة. Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Hallo? Keine Brosche, kein Zutritt. Allah verfluche dich. Hä? Hallo, was soll das denn? Hey, was ist in dich gefahren? Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein.
Das war ja geil. Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Das habe ich erstmal gerafft, wie das richtig funktioniert. Du musst die Wache mich reinlassen. Danke. Ich bin mal gespannt, wie lange es aber dauert, dass wir das wieder aufgeladen ist. Darf ich mal durch? Ich hab's eilig, hallo. Also das hätten sie echt ein bisschen besser machen können. Auch noch ein bisschen. Friede sei mit dir. Nur schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Danke. Hier entlang, Sayidi. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Das ist minderwertig. Ich frage mich, ob du wirklich der Kenner bist, für den du dich ausgibst. Dieser Teller ist unbezahlbar, das schwöre ich. Schatzmeisterin Ning, wenn du nur... Geh. Warte auf den Schatzmeister. Bitte unterlasse es, abschätzig von der Schatzmeisterin zu sprechen. Du darfst eintreten. Danke. Ein neues Gesicht. Mein Name ist Basim. Neu in Bagdad, aber nicht neu im Geschäft. Ich handle vor allem mit alten Sammlerstücken. Dann hast du ein gutes Auge für Details. Was bringst du mir, Basim? Du weißt, was ich bringe. Ein Mann, der keine Spielchen spielt. Na los, zeig sie mir. Das wird sie so bereuen. Ich freue mich gerade so. Nee, sie schickt auch noch ihre Wachen weg. Das ist nicht ihr Ernst. Exquisit. Hast du jemals so etwas gesehen? So zerbrechlich. So makellos. Nein. Aber es überrascht mich, dass du so begeistert bist. Ich habe eine Schwäche dafür. Als ich noch ein Kind war, banden meine Schwestern und ich uns die Haare mit Stöcken. Mit Steinen als Schmuck. Ich tat so, als wären sie seltene Edelsteine. Wir hatten nichts, doch wir fühlten uns reich. Okay. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Ratschläge, eine Kostprobe der Macht und vor allem, um meine Gunst zu erlangen. Warum bist du hier, Basim? Nun, ich bin auch Sammler und habe viel von dir gehört. Von deiner Ausgefallenheit, deinem Geschmack. Ich will lernen. Hast du auch gehört, ich hätte Glück? Ich verabscheue das Wort. Warum? Als ich nach Bagdad, also das Wort kann doch auch nichts dafür. Ich war eine von vielen, die etwas aus sich machen wollten. Mittlerweile frisst mir sogar der Osten aus der Hand. Ich krallte mich an jeden Vorsprung, wo andere Aufgaben, um ihre Nägel zu schonen. Aber mir machten ein paar Kratzer und etwas Blut nichts aus. Gewiss gab es Unterstützung.
Leute, auf die du trafst, die dir halfen, bis hierhin zu kommen. Egal, was andere sagen, man hat niemanden als sich selbst. Nur sich selbst. Ja, schade, ne? Jetzt sehen wir wieder den Genie. Hör, zweimal. Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Das klingt echt nicht nett. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Keine Sorge, Basim, du bist nicht alleine. Du hast deinen Genie, genau. Alter, das Ding sieht so assi aus, ohne Spaß, gell? Wie ist aus so einem Horrorgame. Wieder. Der Djinn. Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Die Schatzmeisterin! Sie ist tot! Wachen! Hilfe! Die Schatzmeisterin wurde ermordet! Das Gefühl, da kann ich nicht raus. Nein? Okay. Da bist du ja. Da auch nicht? Okay. Das war's für dich. Der Kampf läuft noch. Jetzt nicht nachlassen. Ich werde dich von meinen Stiefeln kratzen. Ich hab viel Zeit. Sehr einfallsreich. Ja! Schwächling! Das kann ich schon! Du wirst verstampft! So, ist einfacher. Darf ich jetzt hier raus? Ah ja, okay, jetzt kann ich hier raus. Perfekt. Also ohne Kampfheft hätte man nicht fliehen dürfen. Das war Brody. Tür auf und Kassin. Basim, wie ist es gelaufen?
Auf den Straßen redet man nur noch über die Auktion. Gerüchte verbreiten sich schnell. Es war diese Frau, Ning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Gleichermaßen verärgert wie verzaubert. Kein Wunder, dass sie ihre Identität geheim hielt. Nun machen sich die höchsten der wohlhabenden Halunken in ihre Seidenroben, aus Angst, sie wären die Nächsten. Der Spruch ist gut, muss ich merken. Wenn sie den Osten erreicht haben, lässt sich kaum sagen, wie weit sie noch kommen. Hast du ihn gesehen? Den Djinn? Jo. Ich... Jetzt ist er fort. Er ist fort. Ruh dich aus. Unser Werk ist noch nicht vollbracht. Irgendwas läuft doch noch falsch mit der Tusse, oder? So, was wollte ich unbedingt haben? Notfallzielen, aber dazu müsste ich erst da Adlergeschwür. Was haben wir hier noch? Zwei zusätzliche Segmente, Luft und Luft. Das brauche ich nicht so. Ich glaube, ich nehme das. Oh, Konterrolle, Alter. Ich brauche Konterrolle. Unbedingt, Digi. Also wir brauchen noch insgesamt 3, 7 Fähigkeitenpunkte, damit wir echt die großen einfacher machen können. Weil die gehen richtig auf den Keks. Den hier, ne? Ich glaube tatsächlich sogar, wenn wir das hier wahrscheinlich gemacht haben, wird noch der letzte große Attentat kommen und dann wird es das gewesen sein mit dem Game. Aber mal gucken mal. Man weiß ja nie. Schön dich. Bitte. Man kann die Bewaffnung immer verbessern. Diese Nadeln stricken einen feinen Tod. Tödlichkeit ist unbezahlbar. Ist das alles? Bis gehen. So. Da haben wir doch sogar einen Aussichtspunkt in der Nähe schon. Hm.
Der Junge hat sich in eine schwierige Situation gebracht. Gib mir einen Moment. Oh, sogar ohne Tür öffnen, Cutscene. Das hat man selten. Es wird endlich Zeit, dass wir kämpfen. Dein Zorn ist verständlich, doch einen Krieg kannst du nicht gewinnen. Basim, gut, wir brauchen dich. Söldner haben einige Aufständische verhaftet und auf dem Platz hingerichtet. Und dein Rafik will, dass ich mich verstecke, während die Jagd auf meine Männer machen. Wir sollten wenigstens die Toten ihren Familien übergeben. Hast du immer noch Angst, gegen diese Teufel zu kämpfen? Ich habe nur Angst, dass wir wie sie werden. Da muss noch mehr dahinter stecken. Der Kalif würde nie einen Krieg riskieren. Das ist das Werk des Ordens. Dann finde ich die Verantwortlichen und hacke sie in kleine Stücke. Der Orden wird dich zuerst finden. Wahrscheinlich suchen sie bereits nach dir und Beshi. Ihr seid ihnen wohl bekannt. Basim hingegen? Ali, ich finde die Schuldigen und töte sie alle. Du hast mein Wort. Das ist die Lösung. Basim erledigt das. Und wenn die Schuldigen tot sind, wirst du die Lorbeeren ernten. Was ein bisschen schade ist, ne? So wird Basim ja niemals irgendwie Ruhm erlangen. Ich kehre nach Jar Jara ja zurück, aber ich werde nicht lange warten. Wir treffen uns am Tor, Basim. Und ich sorge dafür, dass die Leichen zu ihren Familien kommen, um sie zu bestatten. So tun sie dies. Das hätte auch schief gehen können. Du glaubst, das ist das Werk des Ordens? Ja. Wie du weißt, kontrollieren türkische Söldner Asharkia. Diese bezahlt der Kalif, der wiederum vom Orden gesteuert wird. Meinen Spitzeln zufolge gehört mindestens einer der Söldner-Hauptleute zu ihnen. Sag mir wer, und ich finde ihn. Wir müssen vorsichtig sein. Asharkia steht auf Messerschneide. Die Aufständischen sind bewaffnet und werden immer mehr. Sie können jederzeit angreifen. Ein falscher Schritt könnte hier zu einem Krieg führen, der sogar aller Mut bedroht. Wie lautet dein Rat, Fulad? Geh mit Ali nach Jar Jaraya und hör dich um. Irgendjemand dort muss etwas wissen. Aye, aye, Captain. Und Basim, spute dich. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Das haben wir gesagt, 7 Fähigkeitenpunkte brauchen wir, ne? Da irgendwas? Ich dachte schon. Ali wartet am Tor auf mich, um mit mir nach Jar Jaraya zu reisen. Ja, war nirgendwo ein Adlerturm? Krass. Zu dir gesagt hat. Ich weiß, du bist. Basim! Ali! Bereit? Wir müssen los! Ja, ja! Lass uns gehen. Go.
Let's ride. Wow, die Katze hat sich angehört, als würde sie wow rufen. Und überlasst mir die Ehre für eure Siege. Krieg wäre schlecht für alle. Vor allem für dich. Da sprechen deine Meister aus dir. Stört es dich nicht, dass die, denen du gehorchst, auch die Regeln erschufen, die Gehorsam von dir verlangen? Sie beherrschen mich nicht. Ich bin frei. Ich kämpfe, damit andere auch so frei sein können. Alles, was du tust, dient den Verborgenen. Eine komische Vorstellung von Freiheit. Die Verborgenen sind meine Familie. Das ist kein Widerspruch. Wenn du es sagst. Einst lebte ich auf der Straße und war nur mir Rechenschaft schuldig. Frag mal, Alter, ihr Alter. Und nun, da andere dir sagen, wer du bist, bist du freier? Das kannst du nicht verstehen. Er ist freier? Ich verstehe es besser als du. Wir brauchen noch 4 Fähigkeitenpunkte, ne? Boah, das ist anstrengend. Mein Gott, reit doch mal schneller, wir haben Pferde. Yay! Na, da freut sich aber einer. Ali, ich weiß, dass du uns rächen wirst. Wenn du wahrhaft frei bist, wieso kämpfst du dann innerlich? Wie meinst du das? Ich kämpfe nicht mit mir. Ich sehe, dass deine Gedanken deinen Gefühlen widersprechen. Du wirst nie die Wahrheit finden, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Niemand vermag zu sehen, okay, was ein anderer denkt. Die meisten nicht. Doch sieh mich an. Ich gehorche niemandem. Niemand. Ich will mich umsehen, bevor Beshi mit den Leichen in Jar Jaraya eintrifft. Das wäre klug. Die Leute hier sind bereits verärgert. Nach den Bestattungen wird es noch schlimmer sein. In der Nähe ist ein Teehaus. Teetrinker tratschen. Vielleicht bekommst du da alles klar, gut zu wissen. Leute macht. Das Teetrinker tratschen. Ich habe meine eigenen Nachforschungen anzustellen. Komm hierher zurück. Sind die Tee, die tratschenden Teetrinker. TTT? Hä? Die TTT? Wieso TTT? Tratschenden Teetrinker. Achso, ja, dann sind es die TTT. Hat gerade gemeint, dass Teetrinker tratschen. Also tratschst du. Du trinkst Tee. Was für eine gemeine Unterstellung. Wow. Beschwer dich bei Ali. Ali? Ja. Okay. Ali hat das gesagt. Böse Ali. Den wirst du auch noch kennenlernen, wenn du das Spiel spielst. Guck mal, da vorne ist so ein komisches Ding. Diese Person sieht verdächtig aus. Meine unerreichte Auswahl mal an. Die besten im Raum
Hab ich die Scherbe jetzt? Ja. Warte, ich brauche noch einen Händler erstmal. Ich muss erstmal meine Sachen wieder auffüllen. Bevor wir hier weitermachen. Es gab eine Zeit, in der wir in Jar Jar Da. Kurz den Zettel noch abreißen. Da ist er. Lieber verborgen bleiben. Mahlzeit. Mahlzeit. Dankeschön. Und weiter geht's. Die Armen sind nicht schuld, dass sie arm sind. Bürger! Ach so! Die Armen sind nicht schuld, dass sie arm sind. Der Kalif empfiehlt. Gut zu wissen. Nein. Krass, ne? Krass, ey. Ja, Said. Ich bitte tausendfach um Verzeihung. Hallo? Ausfähige Sandschlafen verschwinden, mahnen an, dass Versager wie du bleiben. Nein, schweig. Hol mir, einfach meinen Tee. Zum Verbrennen erworben werden. Hol mir einfach meinen Tee. Vor dem Frost zu schützen. Ich habe mitgehört, dass Sklaven verschwunden sind. Was? Wer bist du? Du wagst der ist schlecht gelaufen, weil er keinen Tee hat. Geh weg. Geh weg. Vielleicht kann eine Münze dich umstimmen. Du wagst es? Was glaubst du? Ja. Moment. Wo hast du die her? Na gut, aber beeil dich. Du sprachst von Sandsklaven, die vermisst werden. Ich weiß nicht, was es dich angeht, aber... Ja, ein Fremder. Einer von diesen Aufständischen hat die Sklaven aufgewiegelt. Nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, verschwanden sie. Zweifellos war er ein Kumpan dieses Unruhestifters, Ali ibn Muhammad. Mehr weiß ich nicht. Nun geh, bevor ich, alles klar, danke. Wie ich mit jemandem wie dir rede. Der Kalif ermutigt alle, die dazu in der Lage sind, ihre Kinder in der angemessenen Glaubensausübung zu unterweisen. Wollt ihr, dass eure Kinder den Koran kennen? Lesen und schreiben! Rechnen und nicht! Man arbeitet und arbeitet und was bekommt man? Nichts. Flucht des Sklaven. Ich behandle sie gut, ich bezahle sie gut, ich ernähre sie. Dann verschwinden sie und die Arbeit bleibt liegen. Vielleicht redet der, wenn ich ihn ausnüchtern kann. Gleich bist du wieder nüchtern. Ich bin in Wege mit Drogen ausnüchtern. Oh nein, der schmeißt ihn nicht einfach ins Wasser. Er schmeißt ihn einfach ins Wasser. Genug, es geht mir besser. Was, ihm, kleiner? Ein gefährlicher Ort, um zu trinken. Er hätte dich verhaften können. Ich hatte einfach viel Ärger in letzter Zeit. Du sagtest, ein paar deiner Sklaven werden vermisst. Sagte ich das? Ich erinnere mich nicht. Sie werden nicht vermisst. Sie sind verschwunden. Menschen verschwinden. Sie einfach weg, oder wie? Einfach. Die schon. Letzte Nacht kamen zwei nicht von den Feldern zurück. Niemand hat etwas gesehen. Einfach verschwunden. Puff. Also dachtest du, du betrinkst dich in einem Teehaus? Naja. Ja. Oh, mein Gott. Wie kann man sich denn aber in einem Teehaus Ziel betrinken? Da gibt's doch nur Tee, oder nicht? Schlafen. Verstehe ich nicht. Hey, hier drüben. Hierher. Jo? Du willst etwas von mir? Nicht hier. Hier sind zu viele Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Nee. Ah, ja, Saidi. Unsere besonderen Tees werden hinten gelagert. Hier lang. Vorsicht, Stufe. Folge mir. Warum haben sie eigentlich für so viele NPCs immer die gleiche Stimme genommen? Und das von... Ach Gott, wie heißt denn der Typ ist von Duell der Magier? Oh, was? Nein, der kleine Junge, also der Merlin dann ist. Ach so. Gott, ja. Die Luft ist rein.
Dem seine Stimme haben sie hier gefühlt für jeden NPC genommen. Jeden NPC oder für jeden kleinen jungen NPC? Nee, für jeden NPC gefühlt. Also für jeden, mit dem du interagierst. Tja, so eine Wache oder hier jetzt ein. Was wolltest du also? TTT. Entschuldige das Theater, aber man weiß schließlich nie, wer zusieht. Und diese Heimlichtuerei ist doch ziemlich aufregend. Ich sah deine rote Schärpe und hörte dich von vermissten Sklaven reden. Es ist noch einer verschwunden, von einem Gehöft in der Nähe. Woher weißt du das? Ich bin ein Freund der Familie. Der Mann war einer derer, die hingerichtet wurden. Und jetzt ist auch noch der Sohn verschwunden. Seine Mutter ist ganz außer sich vor Sorge. Ich dachte, du könntest dir vielleicht helfen. Sag mir, wo dieses Gehöft ist. Ein Stück westlich von hier. Sklaven sind eher misstrauisch, aber wenn du irgendwas für sie tun kannst, schulde ich dir einen riesigen Gefallen. Ich sollte zu Ali zurückkehren und ihm Bericht erstatten. Na dann, let's go. Ah, nein, nicht in den Blumenhaufen. Und Tür auf. Wir sollten das nicht tun. Es bringt uns nur noch mehr Ärger ein. Mehr Ärger als Hinrichtungen? Die haben unsere Brüder abgeschlachtet. Verstehst du das nicht? Ali, was wird das? Das entspricht nicht unserer Abmachung. Ich tue, was getan werden muss. Ich brauche das ist aber auch ein kleines Mimöschen. Hast du etwas herausgefunden? Sklaven scheinen aus ganz Jajaraya zu verschwinden. Einer von einem nahen Gehöft. Ich gehe dorthin und sehe, was ich herausfinde. Gut. Unser Freund hier verbrachte den Morgen am Hafen und traf jemanden, von dem wir glauben, dass er ein Spitzel des Kalifen ist. Du könntest diesen Spitzel finden und ihm folgen, sehen, wo das hinführt. Beshi und ich. Wo das nur wieder hinführt. Die Zunge unseres Freundes. Das ist ein Fehler, Avi. Wir werden sehen. Ich könnte den Spitzel suchen und der Witwe helfen, ihren verlorenen Sohn zu finden. Gib mir Fähigkeitenpunkte. Ich brauche noch 4 Stück. Aber wir können ja theoretisch schon mal das hier jetzt freischalten. Und dann die Konterrolle mit nochmal. Hä? Ich brauche nur noch 3? Ne, 4. Okay, da kann schon noch 4 Fähigkeitenpunkte. Erst die Witwe oder erst den Spitzel? Nehm den Spitzel. Sei meine Augen, Guido. Das könnte der Spitzel sein. Das ist der Hafen. Der Spitzel muss hier irgendwo sein. Notizen heute. Ich sollte gehen. Es ist fast Zeit. Zeit wofür, frage ich mich. Ich sollte ihm folgen, aber er darf mich nicht sehen. Das passt. Jetzt nicht aus dem Blick verlieren und ungewollte Aufmerksamkeit meiden. Können wir ihn nicht einfach mit unserem Vogel verfolgen? Wäre das nicht einfacher? Es ist so Assassin's Creed 2, ne?
Wie er sich dann zwischendrin nochmal kurz umdreht, um zu gucken, war da nicht doch irgendwas? Ich habe neue Informationen. Ich bin da. Augenblick. Gleich verstummst du. Brudi. Ist gut. Lass ihn nicht in meine Nähe. Ara, bitte, hab Mitleid mit mir. Los, hier lang. Der entkommt uns nicht. Los. Hier hab ich Glück. Hey. Das war ja mal jetzt eine Rotze, Alter. Wusste ich nicht, dass da ein Sperrgebiet anfängt. Gut, nichts passiert. Was machen die da hinten? Bestiehle den Soldaten. Mich einfach da vorne hinsetzen können, das ist nicht wahr, oder? Beiden haben Informationen für jemanden namens Doğan bin Arslan gesammelt. Ich muss diesen Doğan finden und vorher noch den verlorenen Sohn nach Hause schicken. Vielleicht hängt das zusammen. Aber nur vielleicht. Machen wir mal kurz den Zettelschilder weg. Da ist er. Schlecht getroffen. Warte, gehen wir gleich noch auf den Markt. Dahin. Mahlzeit. Ich grüße. So. Dann suchen wir mal die Witwe. Thank you.
Ich darf nur mein Sohn. Ich darf ihn nicht auch noch verlieren. Ihm wird schon nichts zugestoßen sein. Vielleicht hat er sich nur verlassen. Redet ruhig erst zu Ende. Nein, alles gut. Fort. Ich stehe nur direkt vor euch. Ich würde gerne mit euch reden. Für das Begräbnis meines Mannes zu sammeln. Und nun ist mein Sohn auch noch fort. Hier bin ich richtig. Verzeihung. Wer bist du? Was willst du von mir? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Der Teehausbesitzer hat mir von deinen Problemen erzählt. Vielleicht kann ich helfen. Ich wüsste nicht wie. Ich kenne dich nicht. Du brauchst Blumen für das Grab deines Mannes. Auch ich verlor einst jene, die mir wichtig waren und konnte sie nicht bestatten. Es wäre mir eine Ehre, für dich zu tun, was ich für meine Freunde nicht tun konnte. Ich sammle die Blumen für dich. Mein Mann brachte mir. Gehe ich auch noch Blumen sammeln, Alter. Wenn du mir welche bringst, lasse ich sie nach der Bestattung am Grab. Mein letztes Geschenk. So soll es sein. Die Blumen sind bestimmt in der Nähe. Ich sehe mich mal um. Ein bisschen abgebrannt hier alles, oder? Das sind die Blumen, die ich suche. Sie sind wunderschön. Das hätte meinen Freunden auch gefallen. Beautiful. Jetzt nicht selber holen können, oder was? Und mein Beileid. So eine elegante Pflanze. Mein Gatte liebte sie. Danke. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich will herausfinden, wer die Sklaven aus Jajaraya verschleppt. Ich weiß, dass dein Sohn vermisst wird. Ja. Ich verlor seinen Vater. Ich könnte es nicht ertragen, ihn auch noch zu verlieren. Kannst du mir sagen, was er tat, bevor er verschwand? Er war sehr unglücklich, nachdem sein Vater fort war. Er fing an, nachts aus dem Haus zu gehen. Gestern Abend kam er nicht zurück. Ich sehe mich um. Vielleicht finde ich etwas, das mir verrät, was passiert ist. Ah, okay. Ich könnte von hier aus den Spuren ihres Sohnes folgen. Dann mach das doch. Wahrscheinlich hat er nur eine Geliebte oder so. Hier sind aber viele Spuren. Die Spur führt zu diesem kleinen Gebäude. Ich muss einen Weg hineinfinden. Einfach. Kaum noch Öl. Er hat noch spät gearbeitet. Ein Brief. Er erwähnt einen... Ich sollte seiner Mutter sagen, was ich gefunden habe. Aber wer macht denn da hinten die Tür nicht? Also keine Tür daran, sondern einfach einen Schrank davor. Ich fand einen Brief deines Sohnes. Er wollte nach den Männern suchen, die seinen Vater holten. Der Dumme.
dumme Junge. Er erwähnte ein Gehöft in der Nähe. Weißt du, was Ja, er damit so sind sie halt, die Jungs, ne? Dohanshof. Da wimmelt es von Söldnern. Wenn er dahin gegangen ist, bitte, finde meinen Sohn. Wenn er lebt, dann bekommst du ihn zurück. Du hast mein Wort. Dohans Gehöft wird schwer bewacht sein. Ich sollte zu Ali zurückkehren und den nächsten Schritt besprechen. Na dann, go. Was stehen wir denn noch so doof rum? Und Katzin. Endlich kommst du zurück. Was hast du getan? Was ich tun musste. Sieht so deine Freiheit aus? Ich folge weder eurem Es ist echt so dämlich, ne? Verborgenen Rechenschaft. Das ist der Preis des Krieges. Beshi sehe das anders. Beshi führt diesen Aufstand nicht an. Er tut das seine und ich meinen Teil. Doch genug. Was hast du herausgefunden? Die vermissten Sklaven wurden auf Befehl eines Doan bin Arslan verschleppt. Etwas Großes wird bald passieren. Ich weiß nur nicht was. Aber ich. Der hier sagte, dass meine Männer verhört und dann von ihrem Anführer bei der Villa hingerichtet werden. Ali, der Spitzel, kannte Beshis Namen. Sie suchen nach ihm. Aha. Sollen sie suchen. Befreie meine Männer. Ich bereite den Angriff auf die Villa vor. Triff mich beim Gehöft, wenn du fertig bist. Ich wollte doch unten drunter durch, Mann. Immer macht er so komische Dinge. Das muss das Gehöft sein, wo Alis Männer festgehalten werden. Verschaffen wir uns einen Überblick. Es ist zu gefährlich, Enkidu. Gut, dass hier überall so schöne hohe Gräser sind. Gefällt mir. Also ich kann wirklich nicht sagen, warum mein OBS immer abstürzt. Also wirklich nicht. Aber auch nicht so vollständig abstürzt. Das wäre ja einfach mal ganz schön, wenn es einfach wenn dann komplett crashen würde, dass man es halt direkt mitkriegt. Erbärmlich. Ja. Puh. Mutter wartet auf dich. Ich gehe noch nicht zurück. Wir haben meinen Vater ermordet. Ich kämpfe mit den anderen. Du bist tapfer. Gut. Geh zu Ali vor dem Gehöft. Es muss noch mehr Gefangene geben. Flieg, wie es dir gefällt.
Ja, nicht da drüben, ne? Da sind sie. Das wird jetzt wieder lustig. Wer uns angreift, erlebt sein blaues Wunder. Hilfe! Bitte! Ich brauche Hilfe! Das waren alle. Ja, ja, ist ja gut. Sollte jetzt zu Ali. Aber tatsächlich, dass das Abschätzen von OBS mit meiner. So in der Hoffnung, dass es jetzt nicht mehr abstürzt. Ich bin bereit. Gehen wir. Sie raubten euch aus eurer Heimat, wo ihr frei wart. Und brachten euch her, um als Sklaven auf ihren Feldern zu sterben. In Asharkia schlachteten sie unsere Brüder wie Hunde. Jetzt wurden noch mehr von uns verschleppt. Nein! Es reicht! Ich versprach euch ein neues Leben. Ich gab euch mein Wort. Jeden Tag schließen sich uns mehr an. Von den kleinen bis laufen. Zu den größten. Allah ist mit uns. Unser Kampf ist rechtschaffen. Gerechtigkeit ist unser Schicksal. Allah ist groß. Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und Allah ist groß. Wir haben es verstanden, Brudi. Was genau greifen wir jetzt nochmal an? Ja, aber ich habe den Falschen angegriffen, zwischendurch mal. Warum auch immer das geht. Wenn sich dieser Sieg herumspricht, werden sich uns viele anschließen. Doan bin Arslan hatte Befehle bei sich. Er sollte ihm Nadin, der Befehlshaber, in Asharkia Bericht erstatten. Seine Vorgesetzten dort könnten die Hinrichtungen befohlen haben. Stehen da Namen? Nur Decknamen. Aroch und Ella Eshma. Nur der Orden benutzt solche Namen. Ich gehe zu diesem Nadin und sehe, was ich finde. Ich wünsche dir Glück. Ich muss zurück und auf Bash. Danke. Sei vorsichtig, Ali. Ab jetzt macht der Kalif Jagd auf euch beide. Wenn man wirklich frei sein will, kann man sich nicht vor allem verstecken. Ich sollte zum Nadin, der Befehlshaber in Asharkia. Warum ist es immer noch Sperrzone, wenn wir hier gerade einen Kampf gewonnen haben? Muss ich das verstehen?
Aber wir gehen jetzt dahin. Dann gehen wir noch einkaufen. Hol noch den Aussichtspunkt und dann würde ich speichern. Liegt da ein Händler auf der Nähe? Nee, natürlich nicht. Also wir gehen nochmal zu dem hier. Und er so, dann gehen wir den Aussichtsturm noch holen, warum auch immer ich den nicht geholt hatte. Haben wir jetzt eigentlich hier erledigt? Ah, ich dachte jetzt gerade schon, wir müssen hier noch mehr machen. Aber dann sollten wir das Game theoretisch morgen noch durchbekommen, oder sehe ich das irgendwie nicht so ganz richtig? Ah, einmal synchronisieren. Können wir mal kurz reingucken, ob es da jetzt eigentlich einen Händler gibt? Nö. Okay. Und damit, was ist mit der Session für heute erstmal?